Mit mehr als 20.000 Einwohnern ist Neu-Lobeda der größte Jenaer Ortsteil. Südlich des Zentrums gelegen, sind die Plattenbauten bis heute sein Markenzeichen. Sie wurden zwischen 1966 und 1986 gebaut. Aufgrund der hohen Einwohnerzahl ist der Stadtteil auch für Jena Wohnen besonders wichtig. Um das deutlich zu machen, entschied sich das Wohnungsunternehmen dazu, eine eigene Publikation zum großen Jubiläum zu veröffentlichen. Das Buch mit dem Titel Im großen Maßstab, 50 Jahre Neu-Lobeda, umfasst die Geschichte des Stadtteils von der Planung am Reißbrett bis zur aktuellen Entwicklung. In den 1960er Jahren entstanden überall in der DDR Wohngebiete. In Jena spielte vor allem die Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Die Besonderheit in Jena war, dass Carl Zeiss damals und heute wieder vielleicht, aber damals schon eine sehr große Rolle spielte und sehr viele Arbeitskräfte anzog, und für die mussten zahlreiche Wohnungen geschaffen werden. Und dazu ist man dann auf die Suche nach einer Fläche gegangen, was in Jena nach wie vor nicht so einfach ist, und hat dieses Gelände im Südosten der Stadt gefunden. Dann begann der Bau und Neu-Lobeda wuchs. Mit der Publikation sollen vor allem auch die Leistung der Menschen gewürdigt werden, die Lobeda prägen, sagte Jener Wohngeschäftsführer Tobias Wolfram bei der Vorstellung des neuen Buchs Anfang Februar. Die Publikation soll zudem eine Ergänzung zur neuen Stadtteilchronik sein, die bereits im vergangenen Jahr erschien. Einen guten Zweck hat das Lobeda-Buch auch. Gegen eine Spende für das im Bau befindliche Jenaer Hospiz ist die Publikation in den Servicecentern von Jena Wohnen und im Stadtteilbüro Lobeda erhältlich, sowie in der Bücherstube am Johannesplatz.